Ein Senior rackert sich ab. Ja, ich würde meinen Enkelkinder gerne was schenken. Kann ich nicht, weil das Geld nicht reicht. Wenn ich da was kaufe, wird mir das am Ende wieder zum Leben. Ja, gut, lauft sie auch. So geht es immer mehr deutschen Rentnern. Sie stehen an für Lebensmittelspenden und schuften im Alter, um über die Runden zu kommen. So hatten sie sich ihren Lebensabend nicht vorgestellt. Also ich muss auf jeden Fall arbeiten, auch wenn es schwierig ist, ne? Aber es hilft ja nichts. Wenn die Rente nicht reicht, muss Geld hinzuverdient werden, egal wie. Es bringt mir Geld und ich schäme mich nicht. Ich habe immer fleißig gearbeitet. Dortmund. Als Schmelzer stand Dieter Neumann lange am Hochofen. Ein Jahr war er arbeitslos, sonst hat er immer mal Lucht. Und auch heute muss er wieder los. Hast du unseren leeren Kofferraum gesehen? Nee, oder? Der Dortmunder Rentner zieht nicht zum Spaß mit dem Werkzeugkasten umher. Er muss. Dieter Neumann ist 75 Jahre alt und hat 48 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt. Nach Abzug der Fixkosten bleiben ihm 202 Euro im Monat zum Leben. Mit dem Alter kamen die Nebenjobs. Jetzt fährt er nach Hagen, um ein paar Euro zur Rente dazu zu verdienen. Er nennt es Nachbarschaftshilfe, weil er mit seinem Alter nur noch selten Angebote bekommt und dann auch nicht viel verlangen mag. Ach ja. Morgen. Die ist kaputt und die andere Tür haben wir hier in der Kammer stehen. Und die geht aber nur andersrum auf. Das heißt also, sprich zum Stromkasten. Na gut, kriegen wir schon hin. Ja. Ich hab super einen Hammer mit. Ha. Neumann erhält knapp 1.100 Euro Rente. Doch für Miete, Strom, Telefon und andere feste Abgaben geht fast alles drauf. Sie haben jahrelang gearbeitet. Da wie ich 48 Jahre. Und dann müssen sie noch als Rentner arbeiten gehen. Finde ich eine große Sauerei. Weil wir, wenn sie Rente kriegen, sollten sie normalerweise im Ruhestand sagen, so, mit meiner Rente habe ich ausgekommen, kann ich vernünftig leben. Ist aber nichts drin. Weil die reichen Leute haben immer verdienen mehr. Die sind clever genug, um alles abzusetzen und dann ins Ausland, das Geld ins Ausland zu bringen. Und uns kleinen Leute, da ziehen das Geld ab. Diesen Auftrag hat ein Bekannter vermittelt. Einer wie Neumann, der fast alles kann, wird gern weiterempfohlen. In seinen rund 60 Arbeitsjahren war er Anstreicher, Schmelzer, Lkw-Fahrer. Verdient hat Neumann nie besonders viel, entsprechend wenig auch in die Rentenkasse eingezahlt. Also heißt es, ranklotzen, wo es nur geht. Versucht zu tapsieren, streichen, Fliesen legen. So, das ist so, was im Allgemeinen kommt. Es war selten jetzt, aber es ist zu teuer für die Leute. Die können das nicht mehr bezahlen. Die versuchen es selber zu machen. Obwohl wir billiger sind. Fliesen legen ungefähr 28 bis 30 Euro pro Quadratmeter. Ich nehme 8 bis 10. 30 Euro bekommt er für den Einbau der Tür. Eine Firma hätte 150 verlangt, plus Anfahrtspauschale. Komm mal gucken, versuch mal. Aber ja, das ist auch gute Finger. Der Job ist erledigt. In ein paar Tagen wird er die Wohnung eines Bekannten tapezieren. Es läuft also. Immer mehr Rentnern geht es wie Neumann. Die Zahl der Senioren mit Minijob hat sich seit 2003 deutlich erhöht. Jeden Monat macht Dieter Neumann Kassensturz. So, wollen wir mal gucken, was wir für Ausgaben haben. Einnahmen, Ausgaben. Neumann wohnt hier zusammen mit seiner Lebensgefährtin. Sie liegt gerade im Krankenhaus. Ihre Rente beträgt rund 300 Euro. Was wird, wenn er mal nicht mehr arbeiten kann? Und 202 Euro konnte nichts zurücklegen. Was wollen Sie da zurücklegen? Geht nicht. Nicht mal 30 Euro können Sie zurücklegen. Wir können mit 100, 150, 160 Euro nicht leben.
Arm, aber sexy. So hieß es lange Zeit über Berlin. In den 90ern waren die Mieten niedrig und die Lebenshaltungskosten waren es auch. Das hat sich radikal verändert. Berlin ist teurer geworden. Und das spüren Menschen wie Marion Zeuge. Ihre Rente deckt gerade mal die laufenden Kosten. Es hat sie einige Überwindung gekostet, im Müll nach Pfandflaschen zu suchen. Ein Bild, wie man es heute in vielen Regionen Deutschlands kennt. Am Anfang war es mir sehr komisch, weil man sieht es mir ja nicht an. Ich sehe immer noch gut aus und nicht nach Armut. Und dann habe ich mir aber gedacht, es bringt mir Geld. Und ich schäme mich nicht. Ich habe immer fleißig gearbeitet. Und dann habe ich angefangen, eben immer Flaschen zu sammeln, die im Mülleimer sind oder die hier rumstehen. Die sammle ich und dann habe ich ein bisschen Geld extra für mich. Sie war Friseurin und Industriekauffrau, später Bürokraft bei der Polizei. Marion Zeuge ist 70 Jahre alt. Sie hat immer gearbeitet und 45 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt. Unterm Strich bleiben ihr 135 Euro im Monat zum Leben. Und selbst beim Flaschensammeln wird die Konkurrenz zunehmend größer. Und natürlich kommen unsere ausländischen Bürger, unsere Flüchtlinge und wer alles auch noch dazu. Das ist genau, wenn man zur Tafel geht, stehen die ja auch mit an und dann ist nichts da. Also es ist einfach für die armen Menschen zu wenig da. Und das ist einfach auch traurig. Sagen wir mal, ich sehe jetzt da eine Flasche, dann denke ich, oh, die nimmst du mit. Und in dem Moment kommt jemand und greift sie und war vor mir da. Ja, Pech gehabt. So ist es. Ein Leben beschränkt auf das, was andere übrig lassen. Guten Tag. Ist noch Brot vom Vortag da? Danke. Auf Wiedersehen. Bloß nicht obdachlos werden. Das ist ihre größte Angst. Damit sie wenigstens die Miete zuverlässig zahlen kann, rechnet Marion Zeuge buchstäblich mit jedem Cent. So. Also ich habe jetzt hier ausgegeben 5,65 Euro, ist über mein Budget. Aber ich habe reduzierte Lebensmittel gekauft, sodass ich davon in etwa 5 Tage Mittag essen kann. Das ist abgelaufen hier, was ich heute gekauft habe. Die Wurst ist abgelaufen und die Zigeunersoße ist abgelaufen. Aber eben kann man ja noch verwenden, nicht? Seit einem Hörsturz vor 20 Jahren ist Marion Zeuge schwerbehindert. Neben den Lebensmitteln muss sie jeden Monat noch 25 Euro für ihre Medikamente bezahlen. Immer wieder bewirbt sie sich um Teilzeitjobs, verschweigt die Krankheit und ihr Alter. Sie geht putzen, sie kellnert. Im Kino stand sie auch schon an der Popcornmaschine. So kommt sie auch unter Menschen, denn Armut macht einsam. Ich kann mir nichts leisten. Ich kann keinen Kaffee trinken gehen, ich kann nicht in Kino gehen, Theater, nichts. Also früher bin ich immer mal im Imbiss, hab mir mal eine Currywurst geleistet oder einen Döner. Da gehe ich heute vorbei, gehe nach Hause, mach mir eine Schrippe und Pflaumenmus drauf oder was, dann ist okay. Ja. Ein Leben lang gearbeitet, doch am Ende bleibt kaum was übrig. Es geht nicht nur Marion Zeuge so. Im Schnitt bekommt ein männlicher Rentner heute 1.100 Euro. Dafür muss man 45 Jahre lang arbeiten und über die gesamte Zeit monatlich mehr als 2.400 Euro verdienen. Wer jedoch in teuren Städten wie München von einer Durchschnittsrente leben will, darf auch Frühschichten nicht scheuen. Renate Runk und Fritz Geisel versuchen, sich auf diese Weise über Wasser zu halten. In einer Zeitungsdruckerei verdienen sie jeweils 450 Euro im Monat dazu, mit dem Einlegen von Prospekten. Eigentlich wollte das Ehepaar seinen Ruhestand anders verbringen. Sie sind beide Mitte 70 und haben viele Jahre in die Rentenkasse eingezahlt. Nach Abzug aller Fixkosten bleiben jedem von ihnen 145 Euro im Monat. Nun mühen sie sich nebenher rund 50 Stunden im Monat ab, zum Mindestlohn. Ein Blatt ist nicht schwer, aber 100 Blatt sind schwer. Und das dann den ganzen Tag. Das ist schon. Vor allem, man muss ja aufpassen auch und immer hin und her.
Die gelernte Verkäuferin erhält 438 Euro Rente pro Monat. Ihr Mann war zunächst Installateur, später Postbeamter und bezieht rund 1.200 Euro Rente. Jetzt tut mich alles weh. Bis zu einer Tonne wiegt eine solche Printrolle. Ihr Alter spüren beide bei jeder Schicht. Das Aufstocken der Haushaltskasse geht gehörig in die Knochen. Am Kreuz steht meistens, das ist sehr anstrengend. Und die Füße, den ganzen Tag stehen, das macht schon früh an. Jeweils 10.000 Prospekte legt Renate Runk in die Sortiermaschine ein. Von 6 Uhr morgens bis 14 Uhr. Ein Job, der Konzentration erfordert. Wenn die Bänder zwischendurch mal stillstehen, ist Zeit für eine Verschnaufpause. Das ist schon wichtig, dass man mal ein bisschen Kaffee trinken kann oder mal sich ein bisschen hinsetzen, wenn es möglich ist, auf so einen Container, also auf eine Palette setzen. Ne? Das ist dann unsere Pause praktisch. Ne? Also richtig Pause in dem Sinn, mit Kantine sitzen, da ist nichts drin. Ne? Das ist klar. Ne? Der bittere Alltag eines Rentnerdaseins. Zweimal pro Woche, jeweils mittwochs und freitags. Das Ehepaar lebt sparsam. So können sie jeden Monat 100 Euro zurücklegen. Für das hohe Alter, wenn sie mal nichts mehr dazu verdienen können. Fritz Geißel und Renate Runk sind nicht die einzigen, die hier um ihre Existenz kämpfen. In der Druckerei schuften einige Senioren, die sich eigentlich im sogenannten Ruhestand befinden. Ich habe ein bisschen über 1.000 Rente, mein Miete ist schon 868. Meine Frau hat gleich eine Rente, aber die Arbeit auch nebenbei. Rente ist zu klein, weißt du? 600. Und Wohnung zahlen 400, bis 200 kann ich nichts überleben. Das ist normal. Kurz vor zwei. Gleich hat der Krach ein Ende. Für heute wenigstens. Hat sie, wie lange dauert es noch? Viertelstunde ungefähr. Viertelstunde, ja. Ich gehe jetzt rauf und begreife, zieh dich an und komm wieder. Ja. Alles klar. Ja. Jetzt bin ich wirklich froh. Wenn ich nach Hause darf, freue ich mich schon auf mein halbes Bier. Dreißig Kilometer vor den Toren von München hat das Paar seit Jahrzehnten einen Schrebergarten. Ihr privates Paradies, das sie nicht aufgeben wollen. Die Hütte und das Gewächshaus hat Fritz selbst gebaut. Die eigenen Tomaten, Trauben, Birnen und Gurken, der Salat und der Kohl spielen die monatlichen Kosten der Parzelle mühelos wieder ein. Denn zumindest im Sommer deckt die Ernte einen Großteil ihres Lebensmittelbedarfs. Ganz zu schweigen von der persönlich kontrollierten Qualität. Weder Gift noch sonst wird bei uns was gestreut. Ja. Also ist alles Bio und es. Es ist auch billiger als wie eben einzukaufen. Wie lange können sich die beiden auf dieses kleine Glück noch verlassen? Wie lange spielt die Gesundheit noch mit? Vieles ist schon jetzt eine Strapaze. Die Gartenarbeit, der Weg aus der City hierher und wieder zurück. Das Paar lebt im Stadtteil Mosach in einer kleinen Dreizimmerwohnung. 500 Euro Miete, für Münchner Verhältnisse ein Spottpreis. Wäre es mehr, könnten auch die selbst gezüchteten Tomaten nicht vor der Notlage bewahren. Richtig ins Geld gehen jedoch die Nebenkosten. Im Winter müssen sie monatlich rund 100 Euro zusätzlich für die Ölheizung kalkulieren. Im Moment kommt das Paar mit den Nebenjobs einigermaßen über die Runden. Aber noch mehr Kosten dürfen jetzt nicht anfallen. In Dortmund beginnt ein schwerer Tag. Dieter Neumann zieht um. Weil seine kranke Lebensgefährtin keine Treppen mehr steigen kann, haben sie sich eine Erdgeschosswohnung gesucht.
schön. Das geht mit, das geht mit, das geht mit, der Tisch geht mit. Ja. Das da hinten. Ja, alles, was hier so steht. Also Kleinigkeiten bringe ich nachher selber weg. Ja, das hört sich gut an. Ne? Durch viel Eigenleistung hat Neumann die Kosten für das Umzugsunternehmen deutlich reduziert. 2.500 Euro können Sie nicht, von wo soll das Geld herkommen? Kleine Rente? Das geht nicht, das haut nicht hin. Mein Lebensgefährte kriegt auch eine kleine Rente bloß. Ja, von was soll man dann leben? Das geht nicht, also müssen wir so machen, so wie es jetzt ist. Dafür muss der 75-Jährige trotz Asthma selbst mit anpacken. Und zwar nicht zu knapp. Der Kampf mit der sperrigen Matratze. Für den Rentner eine Herausforderung, die enorme Kraftanstrengung verlangt. Danach macht er nicht etwa Pause. Obwohl Neumann sonst auf jeden Euro achtet, versorgt er erstmal die Möbelpacker. Frühstück! Vorsicht! Möchte jemand Kaffee haben? Das war aber sehr nett von Ihnen. Der Arbeit muss doch essen. Das stimmt. Das hätte ich vorher auch nie geglaubt. Ich habe gedacht, da verdienst du genug Geld, wenn du in Rente gehst, hast du genug. Ja. Was haben wir denn? Das Einzige, was ich genug habe, ist Zeit eventuell, wenn ich nicht noch Nachbarschaftshilfe mache, ab und zu mal. Ja, sonst ist es alles für den Hintern. Sein einziges Hobby mag der Rentner keinesfalls aufgeben. Der Dortmunder ist Mitglied eines Dartclubs. Und mindestens einmal pro Woche geht er zum Training. Seine neue Wohnung ist kleiner und zugleich teurer als die alte. Aber in der Eckkneipe kann Neumann die finanziellen Sorgen für ein paar Momente ausblenden. Er hat sich mit seinem Schicksal als arbeitender Rentner arrangiert und ohnehin überschaubare Ansprüche. Einmal in Urlaub fahren, das wäre so mein Wunschtraum, das fehlt mir. Sonst an und für sich, ja, jo, ich habe mein Leben, mit dem, was ich habe, muss ich mit leben, da werde ich auch mit fertig. Aber das eine, einmal richtig schön im Urlaub fahren, richtig schön auf Sylt. Das ist mein Wunschtraum, ich glaube, ich hoffe, dass ich mir den mal erfüllen kann. In Berlin sind die Mieten in den letzten Jahren stark gestiegen. In manchen Gegenden verdoppelten sich die Preise. Rentnerin Marion Zeuge wohnt seit langem recht günstig in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung. Und heute ist ein Brief in der Post, der ihr den Atem verschlägt. Jeden Cent dreht sie zweimal um. Und nun das. Meine Nebenkostenabrechnung für 2015. Oh, Schreck. 353,64 Euro, mein Gott. Das ist ganz, ganz schlimm. Das ist das Doppelte als meine Kaltmiete. Und ja, kein Geld auf dem Konto. Von meinem bisschen, was ich habe, kann ich nicht zur Seite legen. Und er drückt mich. Ich weiß nicht, was ich mache. Muss zur Bank, wir sehen. Ob ich ein Dispo in Anspruch nehmen kann, ob die mir das machen. Aber wie zahle ich zurück? Also ein Jahr, über ein Jahr. Mal sehen. Mit knapp 135 Euro, die ihr pro Monat bleiben, lässt sich das Problem nicht aus der Welt schaffen. Dabei versucht die 70-Jährige doch schon einiges, um die Nebenkosten möglichst gering zu halten. Ich spare, indem ich hier die Glühbirnen locker gedreht habe, also dass bloß die Hälfte brennt, Licht bringt. Und dann habe ich mir hier Decken reingelegt, damit der Zug hier nicht durchkommt, weil das sind alte Fenster. Da zieht es mächtig, um Heizkosten zu sparen. Die Heizung ist bei Plusgraden immer aus. Also ich sag mal, wenn es so wie jetzt haben wir 5 Grad, brauche ich keine Heizung. Wenn Minusgrade kommt, wird die angestellt, damit ja auch die Heizung nicht einfriert. In München müssen Renate Runk und Fritz Geißel einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen. Renates Mann ist mit starken Grippesymptomen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Dort haben die Ärzte Lungenkrebs diagnostiziert. Er wird bestrahlt und erhält Chemotherapie.
ich hoffe ja, dass ich wieder gesund werde. Ne? Und da habe ich natürlich wieder Probleme. Ne? Hoffnung gebe ich nie auf. Doch beide quält die Angst vor privaten Zuzahlungen. Ein Arzt spricht von mehreren tausend Euro, die vielleicht auf sie zukommen. Mehr wie arbeiten kann ich nicht. Und auf Raten muss ich eben schauen, dass wir das auf Raten bezahlen. Weil das war ein Riesenschock für mich, wie ich das gehört habe. Ne? Und jetzt weiß ich nicht, wie man das bezahlen soll. Alles mir wachsen die das sorgt schon aus dem Kopf raus. Ne? Noch ist unklar, wie teuer die Behandlung wird. Aber da Fritz Geißel nicht mehr in der Druckerei arbeiten kann, fehlen nun monatlich 450 Euro. Die Altersarmut in Deutschland nimmt zu. Seit 2003 hat sich die Zahl der Rentner, die Unterstützung vom Amt bekommen, mehr als verdoppelt. Und immer mehr alte Menschen suchen die inzwischen rund 900 Tafeln auf. Hilfseinrichtungen, in denen Bedürftige gegen eine kleine Gebühr Lebensmittel erhalten. In Dortmund reiht sich längst auch Dieter Neumann in die Warteschlange ein. Egal, was seine Bekannten sagen. Ja, unsere Kollegen habe ich schon gehabt. Ja, warum gehst du zur Tafel? Hast du genug? Ich sage, nee. Die Institution besteht, warum soll ich nicht hingehen? Habe ich keine Bedenken. Schäme mich auch nicht für. Ja, ist so. Ja. Mit 50.000 ehrenamtlichen Helfern gilt die Organisation inzwischen als größte soziale Bewegung des Landes. Und sie muss mit jedem Tag mehr Menschen versorgen. Viele der Lebensmittel sind in Supermärkten übrig geblieben oder werden durch Spenden finanziert. Daher ist die Auswahl begrenzt. Man muss nehmen, was geliefert wurde. Im Kopf rechnet Neumann immer mit, was er gerade spart. Allein die kosten schon über 1 Euro, Paprika. Ja, Gurken, die kosten immer auch 99 Cent. Einmal pro Woche kauft Neumann hier für sich und seine Lebensgefährtin ein. Für eine volle Tasche zahlt er den eher symbolischen Preis von 3 Euro. Warum sollte er auch Hilfsangebote ausschlagen, die eigens für Menschen wie ihn gemacht sind? Allein schon ein kleiner Kammer, da kriege ich eine Jeanshose für 2,20 Euro. Die Jacke hat gekostet 5 Euro. Ja, da spare ich einen Haufen Geld. Da habe ich wieder ein bisschen was mehr auszugeben. So das Essen ab und zu mal. Mal auch Sonderwünsche, wenn ich mal ein Pommes essen oder was. Ja, dann spare ich, kann ich zwischendurch mal was anderes holen. 60 Tonnen Lebensmittel bringt allein die Dortmunder Tafel Woche für Woche unter die Menschen. Rentner Dieter Neumann ist ein treuer Stammkunde. Tschüss. In der neuen Wohnung kommen heute 2 seiner 6 Kinder zu Besuch. Mit 3 seiner insgesamt 13 Enkel. Im Vorfeld erweist sich der rüstige Allzweckhandwerker auch als versierter Hausmann. Ich kümmere mich hier um alles, was Anteil am Haus hat. Alles. Kochen, waschen, bügeln. Staub putzen, wischen, saugen, alles. Meine Lebensgefährten, die können das nicht, das muss ich machen. Was heißt muss? Ich mache es. Ich kann einen kranken Menschen nicht alleine lassen, das geht nicht. Ah, jetzt kommen die Kinder. Das muss ich mal gucken, was da los ist. Die Kinder stammen aus der Ehe mit seiner verstorbenen Frau und leben allesamt im Raum Dortmund. Finanziell unterstützen können sie Neumann nicht, weil sie selber nicht viel haben. Dafür bringen sie immer etwas mit oder laden den Vater zum Essen ein. Der Vater war nie zu Hause oder selten zu Hause, war immer auf Achse, war immer unterwegs. Wir hatten kaum was von ihm gehabt. Und jetzt, wo er in der Rente ist, reicht das hin und vor bei ihm nicht. Zwischendurch gehen wir mal zusammen weg. Dann laden wir ihn auch mal ein, alle. Die ganzen Geschwister schmeißen wir zusammen. Gehen mal ins Stadion, gehen mal lecker essen. Um das ein bisschen zu versüßen für ihn. Ein Opa, der noch als Rentner berufstätig, im Grunde aber mittellos ist. Das tut weh. Ja, ich würde gerne meine Enkelkinder gerne was schenken. Brauche nicht finanziell sein. Irgendwie mal eine kleine Aufmerksamkeit. Dass sie wirklich waren, ich möchte das gerne, Opa, kannst mir das und das mal kaufen. Kann ich nicht, weil das Geld nicht reicht.
Wie es weitergehen soll, wenn er mal selbst nicht mehr arbeiten kann, daran will Neumann lieber gar nicht erst denken. In München ist Renate Runk auf dem Weg zum sozialen Dienst. Sie will sich beraten lassen. Mit welchen Kosten müssen sie wegen der Krankheit ihres Mannes rechnen? Natürlich mache ich mir Sorgen, was alles auf uns zukommt, ne, finanziell und allgemein. Ne. Die Beraterin macht Renate Runk Hoffnung. Weil ihr Mann bei der Post war, werden sie wohl doch nicht privat zuzahlen müssen. Und dass wir keine Sorgen in dem Sinn haben, dass wir da finanziell auch noch Sorgen hätten. Ne? Es reicht schon, was wir jetzt Sorgen haben. Dennoch hat sich das gemeinsame Leben schlagartig verändert. Jetzt ruht alle Verantwortung auf ihren Schultern. Wenn ich nicht mehr arbeiten könnte, das wäre Katastrophe. Dann ging es uns nicht mehr so gut. Das ist klar. Es gibt doch so kleine Extrawünsche. Mein Mann braucht jetzt auch mehr Vitamine und mehr Essen. Ne? Und das wird dann schon schlimm. Ne? Aber solange es noch geht, also drei Jahre auf jeden Fall möchte ich noch machen. Ne? Und dann schauen wir weiter. Also geht die 75-Jährige allein zur Arbeit, um zwei Renten aufzubessern. Einmal pro Woche arbeitet Marion Zeuge nachmittags in einem Berliner Seniorencafé. Dafür gibt es 30 Euro im Monat. Offiziell ein Ehrenamt, doch sie braucht das Geld. Es sind 6 Personen. Die 70-Jährige kocht Kaffee, bedient und spült ab und kommt so zugleich unter Menschen. Reich sind sie hier alle nicht. Deshalb treffen sich auch die Gäste gerne hier. Im Seniorenclub gibt's Kaffee für 70 Cent und Kuchen ab 1,20 Euro. Und wie so oft drehen sich die Gespräche ums Geld. Meine Rente reicht nicht. Ich kriege einen Teil Grundsicherung. Gebe ganz ehrlich zu. Ich komme zurecht, weil meine Kinder mich noch unterstützen. Na, Also kommst du mit deiner Rente nicht zurecht? Nein, weil du kommst nur zu. So geht es ihnen allen. Die Mieten steigen deutlich schneller als die Renten. Und so steht ihnen immer weniger Geld zum Leben zur Verfügung. Marion Zeuge versteht nicht, warum das so ist. Sie hat ihr Leben lang geschuftet. Trotzdem liegt ihre Rente nach 45 Beitragsjahren nur knapp über der Grundsicherung. Ich habe keine Arbeit gescheut und habe ja auch als Haushaltshilfe oder Putzfrau Toiletten sauber gemacht, Dreck weggeräumt, jeglicher Art. Wenige Tage später hat Marion Zeuge die nächste Hiobsbotschaft erhalten. Nun raubt ihr nicht nur die Nachzahlung der Nebenkosten den Schlaf, sie soll bald auch mehr Miete bezahlen. Die 70-Jährige sucht Hilfe bei einer Mieterberatung. Kann sie sich irgendwie gegen die Forderung des Hausbesitzers wehren? Ja, ich habe eine Mieterhöhung bekommen. Meine erste, seitdem ich da wohne. Ja, und jetzt bekomme ich die Mieterhöhung. Und meine Frage, ob die rechtens ist. Marion Zeuge erhält keine Unterstützung vom Amt. Mit einer etwas geringeren Rente hätte sie immerhin Anspruch auf Wohngeld. So muss sie jede Mieterhöhung selbst tragen. Doch der Anwalt gibt erst einmal Entwarnung. Also die ortsübliche Vergleichsmiete wäre 5,77 Euro. Mhm. Da Sie jetzt schon mehr bezahlen, müssen Sie diesem Mieterhöhungsverlangen nicht zustimmen. Ach Mensch, ich danke Ihnen. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Ich habe nicht mehr schlafen können. Ich habe Magenschmerzen, weil ich nicht wusste, wie soll ich es bezahlen. Mhm. Ja. Wenn ich Grundsicherung kriegen würde und wäre nicht arbeiten gegangen in meinem Leben, würde ich Grundsicherung kriegen, da hätte ich 4 Euro weniger im Monat und würde von der Grundsicherung kriegen und würde aber Unterstützung vom Amt kriegen. Das ist die Realität. Arbeit lohnt sich nicht in unserem Land. Das wird bestraft. In Zukunft dürfte es immer mehr Menschen so gehen wie Marion Zeuge. Experten schätzen, dass etwa die Hälfte der heute Beschäftigten eine Rente haben wird,
die gerade mal auf dem Niveau der Grundsicherung liegt.